Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Albion. So, wir stehen vor dem potenziell tödlichen Schalter und werden den jetzt mal ziehen und hoffen. Ich höre es auch knistern. Ah, okay. Ich hab jetzt gecheckt, was uns in der letzten Folge umgeklopft hat. Und was hat uns das jetzt gebracht? Ja, genau, das weiß man nicht. Wir sind jetzt ein bisschen angekokelt, aber ich habe auch irgendein schabendes Geräusch gehört. Die Tür war vorher schon offen. Ich würde halt gern wissen, was da passiert ist. Deswegen kann man die Bewusstlosigkeit... Ja, kann man heilen. Okay, wir zaubern ein bisschen vor uns hin und lassen das mal vorerst so. Weil ich habe jetzt gerade in der Pause erst geschlafen mit den Helden und dann geht das ja nicht so direkt wieder. Deswegen heilen wir jetzt ein bisschen und schauen mal, ob wir merken, was da passiert ist. Oder ob es einfach nur für die Leute war, die einfach wahllos Schalter ziehen. Also für mich. Na gut, wie auch immer. Ja, Sioban, bitte noch einmal. Und dann hast du eh kein Mana mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal da unten durch die Tür. Und dann sehen wir weiter. Das war eine heiße Angelegenheit. Ist hier vielleicht irgendwas passiert? Also diese Wand da, das hat sich auf jeden Fall verschoben. Das war ja vor dem Schalter. Und das war ja der Schalter, den wir jetzt gezogen hatten. Da ist auch so ein Ding. Ich glaube, den Schalter hatten wir schon gezogen. Ach so. Ah, der... Der hat den Klotz da jetzt wieder reingeschoben. Also die Bälle verschieben diese durchsichtigen Wandklötze. Aber warum? Wieso, weshalb, warum? Wir starten das mal nochmal, wo der dann hinfliegt. Der schiebt den immer weiter darunter. Oder muss der halt ganz in die Höhe? Oder kann man da einfach nur eine Abkürzung freimachen? Diese und andere Fragen. Wir schauen zuerst mal fertig. Und das war, glaube ich, durch diese Tür. Hallo, Kids. Oh, einer. Sehr putzig. Dann machen wir dann mal bitte kurz einen Prozess. Sierra, hilf einfach mal, falls nötig. Einfach nicht nötig. Und die nächste Fackel. So eine Fackel könnte auch einen Ticken länger halten, Spiel. Das wäre kein Luxus. So, hier scheint ganz furchtbar viel nichts zu sein. Dann gehen wir mal noch da oben durch die Tür. Ups. Zack, hier so, da so und dann verließen sie ihn. Da durch und dann scharf links ums Eck und durch diese Tür. Hatten wir die Fässer geguckt? Gibt's auf jeden Fall nichts. Und Renris und Kids. Dann schauen wir jetzt erstmal, dass ihr zu dritt ein Renri tot bekommt. In der Hoffnung, dass die anderen uns dann verlassen.
Funst. So, du gehst da drauf. Ihr zwei geht mal noch da drauf, just in case. Du hilfst bitte Rainer und du gehst mal auch in die Richtung. Die Rimris verlassen uns. Rainer würde ich gerne eine Heilung zukommen lassen. Meltas bezahlt das mit seinen Lebenspunkten, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben keine Fernkämpfer hier gerade. So, du gehst... du bewegst dich mal bitte. Dann kann ich Sioban nachholen. Du schlägst mal auf den in der Ecke und du bist mit Sira auf dem da, okay. Wow, Rainer, ein bisschen weniger Schaden fressen, bitte, danke. So, du machst den da, du bewegst dich bitte mal hinterher. Du gehst da drauf und dann haben fast alle was zu tun. Ja, haut nur auf Trill rum, das ist nicht so schlimm. So, du gehst da drauf und du hilfst mal bitte jetzt den beiden da. Sehr schön. Trill hat Stufe 22, Sira 23. Und eine neue Kiste. Vielleicht wieder ein neues Halsteil drin. Das weiß man nicht. Manipulieren. Nee, nochmal ein Zettel. Eine Farbkarte. Vielleicht steht da die Lösung drauf zu dem Rätsel, das ich gebrutforst habe. Lesen. Ja. Okay. So hat das dann wahrscheinlich ausgesehen, nachdem ich fertig war. Scheibenkleister. Egal. Und eine Edelsteinkette. Könnte für Magier was sein. So einfach mal geraten. Das Gold nehmen wir mit. Und dann machen wir die Kiste zu und probieren mal das Amulett. Ist das nicht verflucht? Das macht wahrscheinlich einfach wirklich nur eine Rüstungsklasse. Aber okay, das ist jetzt die leichte Variante, wie man an die 60 Gold rankommt. Mhm. Ja, das ist super. So, dann haben wir hier eigentlich alles gesehen. Dann gehen wir nochmal hoch zu Kontos und zeigen ihm mal das Dokument-Dingsbums, was wir gefunden haben. Können wir vorher noch ein Nickerchen halten? Ja, können wir. Dann tun wir das auch. Und machen hier oben nochmal eine neue Fackel an. So, und dann gehen wir. Da unten müssen wir hin. So, über die Platten drüber. Ja, rechts ziemlich gerade aushalten, ja. Rechts ziemlich gerade aushalten. Der Nase nachlaufen. Die rot-blauen Platten. Dann sind wir im großen Raum. Da halten wir uns scharf rechts. Und dann war es, glaube ich, links. Okay. Wie ein Bofi. So, wem hatte ich den Zettel in die Hand gedrückt? Da, Trill hat den. So, dann zeigen wir den mal Kontos. Weil den konnte man auch nicht lesen, den konnte man nur benutzen. Nee, nicht anschauen, wir wollen mit ihm reden. So, hi Kontos. Wir möchten dir einen Gegenstand zeigen, den wir in deinem Keller gefunden haben. Das ist ein Fetzen eines Dokuments. Was soll ich damit? Was wollt ihr damit? Es ist ohne den anderen Teil sowieso nicht zu gebrauchen. Ja, hast du irgendeinen Tipp, wo wir den anderen Teil herbekommen? Ja, Konus und Ansprache hatten wir schon mal. Wir fragen mal nach Teilen. Nein. Fetzen. Nein. Also. Ah, nee, Dokument hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Für was ist Kontos gut? Er ist eigentlich eine wichtige Persönlichkeit. Aber irgendwie verstehe ich noch nicht, was wir sollen. Was soll ich damit? Was wollt ihr damit? Ja gut, wir suchen eigentlich ja Beweise gegen die Ratsmitglieder. Wir fragen mal nach Beweis. Einfach mal ins Blaue rein. Sagt ihm nichts. Dann den Rat. Darüber weiß er auch nichts. Moment mal, wieso ist Rat jetzt als Schlüsselwort bei ihm, wenn er darüber nichts weiß? Das muss man auch nicht verstehen. Also, momentan ist es echt dunkel. Also, die sind verstritten, die Iskai, oder vielleicht mal nach dem Tabu der Iskai fragen. Das Tabu bezieht sich auf das Heiligtum von Sri Malina. Die Iskais in diesem Dorf nehmen es mit diesem... Ja, das, die nehmen das ernst. Ja, das wissen wir. Weißt du was über das Heiligtum? Das ist ein Gewölbe nahe des Dorfes Sri Malina. Super. Das hat auch nicht geholfen. Vielleicht, wenn wir in Kunos mal noch den Zettel rumzeigen, dass uns da jemand sagen kann, wo es halt ist. Und eine andere wichtige Persönlichkeit war ja der Edrie oder wie der hieß, der Wirt von Sri Malina. Da hat uns das Spiel ja auch eigentlich von jeder Person aus hingeschickt. Aber mit dem hat es auch noch nicht wirklich eine Bewandtnis gehabt. Wir gehen nochmal vor die Tür. Hören uns in Kunos nochmal um. Und wenn es das dann nicht ist, dann bin ich zuerst mal mit meinem Latein am Ende. Und ich kann auch kein Latein, von daher ist es auch nicht schwierig. Bin ich erfolgreich umgangen in der Schule. So, achso, der erzählt uns von dem Kampftrainer, der jeden Morgen kommt. Jetzt haben wir Nachmittag, das bringt uns gerade gar nichts. Einkaufen in Beloveno, ja. Die Welt ist schön, tralala. Hm? Ja, sehe ich auch so. Ah, Moment, mit der älteren Dame hatten wir nicht gesprochen. Als das letzte Mal Besuchen in unserem Dorf kam, brach danach eine schreckliche Krankheit aus. Ach so, ja. Wir wissen davon. Dann nochmal das Kind. Scan mal den, ja. Wohlerzogenes Kind, aber das hilft uns jetzt auch nicht. Dann gehen wir mal gegenüber nochmal rein. So. Denk nicht, dass wir alle unfreundlich sind, aber Fremde, ja, müssen Respekt verdienen. Wir sind dabei. Ich heiße Clironna, ich bin bald so alt wie mein Bruder. Das ist... sehr schön. Wenn ihr hier mit den Leuten reden wollt, geht in die Kneipe. Das ist der Treffpunkt in unserem Dorf. Auch Kontos lebt dort in seinem Keller unter der Hütte. Ja, jeder weist uns auf Kontos hin, aber der hat uns auch nicht wirklich weitergeholfen. Nee, das ist doch mal das Kind. Schön, dass ihr vorbeischaut. Allerdings bin ich im Moment nicht in bester Stimmung. Die letzte Ansprache von Kontos hat mir zu denken gegeben. Ich zweifle ja nicht an seiner Intelligenz, aber manchmal stelle ich fest, dass er mir zu radikal ist. Ja, mir auch. Da haben wir was gemeinsam. Die schickt uns in die Kneipe. Mit dir haben wir jetzt noch nicht geredet. Für Kontos werde ich alles tun. Und dein Leben aufs Spiel setzen. Das musst du für dich entscheiden. Ich konnte jetzt halt dann noch keinem den Zettel zeigen, weil es halt kein großes Gespräch halt gab.
So, hier unten konnten wir noch nie reingehen. Eingang in diese Hütte ist verschlossen. So, dann quatschen wir mal hier nochmal mit den Leuten. Ja, erzählt ja die... Moment, Klammheimlich Forstlich schon 4 Jahre lang... Nee, der erzählt nur ein bisschen mehr über das Heiligtum, was uns aber auch nicht geholfen hatte. Ja, unter dem Deckmantel des Tabus ist er der Meinung, dass irgendwas verschleiert wird. Aber was? Ja, wir haben mit Kontos gesprochen, eurem mächtigen Anführer. Achso, und du bist hier die kleine Händlerin? Das hilft uns jetzt auch nicht. Und ich würde nochmal gern mit dem Typ da hinten reden, wenn wir den Weg zu ihm finden. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Ganz außen rum. Ja. So, hi, wie warst denn du nochmal? Was wollt ihr? Wenn ihr nach Beloveno reisen wollt, dann geht nach Süden. Ja, unsere Malina nach Norden. Hm. Haben wir jetzt jeden hier? Ja, du bist ja mit dem vielen Text. Hm. Also... Moment mal, waren wir in der Hütte da schon mal? Ich bin gerade tierisch lost. Ich habe mir halt von Kontos eine Menge Informationen erhofft und halt auch, wie es weitergeht. Ich glaube, in der Hütte waren wir nie, weil sie zu ist, ja. Okay, damit kann ich leben. Dann gehen wir nochmal nach Srimalina. Dort möchte ich dem Gastwirt mal das Dokument zeigen. Weil das Spiel immer auf ihn hindeutet. Und er eigentlich noch nie wirklich was für uns getan hat. Ist jetzt auch nur in die Luft gegriffen. Eine bessere Idee habe ich jetzt halt nicht. Oder halt, wie gesagt, mal das Tabu der Iskai brechen, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Können wir eine Runde schlafen? Ja. Dann sehen wir nämlich auch wieder was. Hm. Ich habe irgendwas Wesentliches übersehen. Wenn wir zumindest mal den Teil des Dokumentes lesen könnten, wäre uns vielleicht auch schon geholfen. Aber benutzen heißt wahrscheinlich, wenn wir den zweiten Teil haben, können wir das dann zusammenfügen. Aber wer hat denn? Es würde halt so geschichtlich Sinn machen, dass es irgendein Vertrag war zwischen Menschen und Iskai, den man dann in 2 Teile gerissen hat, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, und dass bei den Iskai der zweite ist. Und da wäre natürlich der Herr Wirt meine erste Wahl, einfach weil das Spiel immer wieder auf ihn zeigt. Nicht, weil jetzt ein Wirt die wichtigste Person überhaupt ist, aber er scheint zumindest in dem Ort halt jemand Wichtiges zu sein. Wir gehen mal allen Gegnern so ein klein bisschen aus dem Wege. Lasst uns in Ruhe, dann lassen wir euch auch in Ruhe. So, wir gehen zum Gasthaus. So, und in selbigem gehen wir zum Wirt. So, hi. Hm. Hä? Kommt näher, Sky Madin. Ich hätte deine Informationen für euch. Seid ihr daran interessiert? Auf jeden Fall. Ich nehme gerade alles. Für die Information hätte ich allerdings gerne eine Gegenleistung. An baren Goldmünzen wäre ich durchaus interessiert. Ja, wir haben gerade ein bisschen. Ja, 80 können wir locker bezahlen, ja? Hm? Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, dass im Rat der Gerechten in Beloveno ein Komplott geschmiedet wird. Es ist geplant, den Ratsvorsitzenden zu ermorden. Es gibt jemanden, der sehr viel Einfluss auf den Rat hat. Ich weiß selbst auch nicht, wer das ist. Jedenfalls lässt sich sein Einfluss wohl besser ohne Heras verwirklichen. Heras war doch, glaube ich, der Chef vom Rat.
Natürlich kann ich euch keine Garantie geben, dass dies alles wahr ist. Ach ja, redet mit Arim, der im Haus der Erntearbeiter wohnt. Von ihm kann man ebenfalls sehr wichtige Dinge erfahren. Arim. Haus der Erntearbeiter. Ah, das ist, glaube ich, das Wohnhaus hier in Srimalina. Stimmt, da hat doch die Mama, glaube ich, von dem gesagt, dass sie muss die Kessel vorbereiten oder so, wenn Arim zurückkommt. Und ich glaube, Arim oder zumindest, ah nee, Arims Bruder ist das bestimmt, den man immer draußen rumlaufen sieht. Okay, hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Informationen für die... Ja gut, will er Bar... Hat der noch andere Informationen oder ist das nur für die Leute, die nicht aufgepasst haben? Wir sagen mal nein, wir gehen mal zu Arim. Oder nee, wir zeigen uns erstmal noch das, was wir gefunden hatten. Das interessiert ihn aber nicht, okay. Es geht irgendwie weiter. Es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Wow. Es geht weiter. War jetzt zwar ein bisschen unerwartet und ich glaube, man sollte halt erst nach dem Kellergewölbe von Kontos dann überhaupt hier hingehen. Dann macht's, glaube ich, mehr Sinn. Arim, Skymar, den kennen wir uns nicht schon? Habt ihr auch schon von den Gerüchten über Kontos gehört? Wieso Kontos? Hä? Kontos gehört nicht zum Rat. Ja, er baut Häuser, das wissen wir. So, Gerüchte. Wir wissen hier alle nicht so recht, was wir davon halten sollen. Kontos erzählt den Bewohnern seines Dorfes, dass wir für die schrecklichen Wesen verantwortlich seien, die in der Nähe unserer heiligen Stätte entstehen. Wir können wohl nicht länger leugnen, dass wir dieses Problem haben. Aber es ist einfach eine Frechheit zu erzählen, dass dies unsere Absicht wäre. Kontos stellt uns ja richtig bösartig dar. Fragt Etje, den Kneipenwirt. Er denkt da wie ich. Habt ihr davon auch schon gehört? Ja, einer in Kontos Dorf hat uns wirklich von bösen Waffen und was auch immer erzählt. So, aber Etje, den Wirt. Nach was sollen wir ihn fragen? Was wäre jetzt ein sinnvolles Schlüsselwort? Wir können vielleicht mal nach einem Problem fragen. Ja, nach einem Problem fragen. Moment, habt ihr schon davon gehört? Ja, haben wir schon ein bisschen was. Seht ihr, wir wissen nicht, warum er so etwas erzählt. Wem will er damit helfen? Das weiß ich nicht. Dann erzähl uns mal mehr über euer Tabu. Dieses Tabu gibt es schon, solange ich zurückdenken kann. Es hat historische Gründe, die ich euch jetzt aber nicht erklären möchte. Ja gut, das hat er vorher schon gesagt. Dann erzähl uns mal was über die Wesen. Wir wissen alle nicht, woher diese Wesen kommen. Sie scheinen magischen Ursprungs zu sein und die meisten davon trifft man ganz in der Nähe unseres Heiligtums. Wir haben aber noch nie erlebt, dass sie aus unserem Heiligtum kommen. Dann erzähl mal noch vom Heiligtum. Ja, geht da besser nicht hin. Unsere religiösen Feiern finden dort statt. Das ist für uns ein sehr würdevoller Ort. Dann gehen wir nochmal zu Etje und fragen nach einem Problem. Meltas gestikuliert, um der Party anzudeuten, dass er etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Dann schreibt er Alfred auf seinen Zettel. Wir sollten meinen Freund Darius in Konos besuchen. Vielleicht bringt uns das der Wahrheit ein Stück näher. Okay, das Spiel gibt uns mal richtig ernstzunehmende Hinweise, was wir tun sollen. Dann machen wir das doch. Aber zuerst will ich noch kurz zu Etje. Karte. Und ihn nach dem Problem fragen. Danke, Spiel, dass du mir nochmal einen Karsheim hinhältst, an dem ich mich festhalten kann. So, Etje. Wieso können wir ihn jetzt nach Mensch fragen? Man kann es überall hören. Die Menschen planen die Besetzung unserer heiligen Städte, weil sie davon überzeugt sind, dass sie gefährlich wäre. Die haben keine Ahnung. Es gibt ein paar Vorfälle, für die wir auch keine Erklärung haben. Diese Wesen, die wir immer wieder in der Nähe unseres Heiligtums sehen. Ich weiß auch nicht, woher sie kommen, aber sie kommen nicht aus unserem Keller. Schließlich ist fast immer jemand von uns dort. Der würde das ja merken. Aber das interessiert die Menschen alles nicht. Wir hören uns da gar nicht zu.
Sie wollen es vielleicht auch gar nicht hören. Wenn sie allerdings unser Tabu brechen, wird es böse Folgen haben. Wir werden uns das nicht bieten lassen. Sprecht doch selbst mit Kontos, er wird euch den Kopf schon verdrehen. So wie ich ihn kenne, hat er sich inzwischen schon wieder etwas Neues ausgedacht. Wir fragen nochmal nach dem Tabu. Unser Heiligtum hat für uns eine große religiöse Bedeutung. Es verstößt gegen unsere Religion, wenn Fremde dorthin gehen, denn sie könnten das ewige Bewusstsein unserer Toten stören. Ja, das hat er uns schon mal erzählt. Ja, und das Bewusstsein und die Toten hatten wir auch schon mal gefragt. So, dann will ich aber jetzt noch ein Problem fragen. Weil er uns das ja eigentlich ja schon geschildert hat. Ja, da sagt er nichts zu. Okay, Spiel hat gesagt, wir sollen nochmal nach Kunos gehen und mit Meltas Freund reden. Ja, der war in einer der Hütten. Ich weiß zwar nicht mehr in welcher, aber wir sehen uns in der nächsten Folge dann in Kunos. Also, bis gleich.